Ja, worüber die Staats- und Regierungschefs heute noch gesprochen haben, waren Subventionen. Gelder, um die eigenen Batterien aufzuladen und nicht ohne Saft dazustehen. Es geht um konzentrierte Beihilfen als europäische Antwort auf ein vom US-Kongress im letzten Sommer verabschiedetes Gesetz, den Inflation Reduction Act, der milliardenschwer grüne Technologien fördert, wenn die in den USA hergestellt werden. Wie sehr sich die EU Sorgen machen muss, dass Firmen nun in Amerika statt in Europa investieren, zeigt die Geschichte einer schwedischen Firma, die im schleswig-holsteinischen Heide eine gigantische Batteriefabrik bauen will und nun erst mal über den Atlantik blickt. Tobias Gellert. Norderwörden bei Heide in Dithmarschen. Hier leben keine 300 Menschen. Irgendwann könnten hier aber 3000 arbeiten. Das schwedische Unternehmen Northvolt will hier eine Batteriefabrik bauen, mindestens so groß wie die am Hauptstandort in Schweden. Den Baubeginn hatte Northvolt für dieses Jahr geplant. Heute stellen die Schweden ihre ersten Bürocontainer auf. Doch sie könnten vorerst das einzige bleiben, was Northvolt hier baut. Denn es locken Subventionen und Steuererleichterungen in den USA. Knapp 850 Millionen Euro, wenn die Schweden im US-Bundesstaat Nebraska bauen. Deutschland bietet bislang 150 Millionen. Der Aufbau der Bürocontainer hat zunächst mal nichts mit der finalen Investitionsentscheidung zu tun. Das hat wirklich den Charakter, dass unser Team hier Arbeitsplätze braucht, um das Bauleitplanverfahren weiter voranzutreiben. Der Vorstandsvorsitzende von Northvolt hatte bereits im November angekündigt, möglicherweise erst später mit dem Bau in Schleswig-Holstein zu beginnen. Erst nach der Errichtung eines Werks in den Vereinigten Staaten. Der Kampf um große Player, der ist nicht neu. Doch im Wettlauf um Wohlstand, das Erreichen der Klimaziele und neue Arbeitsplätze werde regelrecht gepokert. Mit Subventionen als Einsatz, sagen Wirtschaftsexperten. Beim Subventionswettlauf werden die einzelnen Standorte von den Unternehmen gegeneinander ausgespielt. Jeder möchte natürlich die Investition an seinem eigenen regionalen Standort sehen und bietet dafür Subventionen. Und dann werden eben nicht nur die europäischen Staaten untereinander gegeneinander ausgespielt, sondern auch die amerikanischen untereinander und dann transatlantisch auch noch die EU gegenüber dem amerikanischen Wirtschaftsraum. Bundeswirtschaftsminister Habeck und sein französischer Amtskollege Le Maire waren zu Beginn der Woche in den USA, um über das beschlossene Subventionsgesetz zu sprechen. Sie rangen den USA das Versprechen ab, Subventionen offenlegen zu wollen. Im Kampf gegen den Klimawandel seien die USA und die EU aufeinander angewiesen. Transparenz habe da oberste Priorität. Zuvor hatte Robert Habeck Ende vergangener Woche in Schweden unter anderem Northvolt besucht. Dort auch über eine mögliche Ansiedlung in Schleswig-Holstein gesprochen. Wir sind in guten Gesprächen mit Northvolt, aber die finale Entscheidung muss Northvolt treffen. Und es werden noch viele Gespräche, bis die Entscheidung kommt, folgen. Und Besuche auch. Und deswegen bin ich auch unter anderem hier, um gleich noch mal 5 Minuten hinter verschlossenen Türen zu reden. Norderwörden bei Heide in Schleswig-Holstein ist weiter im Rennen. Doch am Ende kann Northvolt in aller Ruhe zuschauen, wer ihnen die meisten Subventionen bietet.